Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Conversations, richtig im Doppelpack wie sonst auch, aber diesmal wirklich, also für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, werden sehen, wir sind zusammen in einem Bild, nicht mehr über Zoom, und diejenigen auf Spotify werden auch einen Unterschied merken, weil die Tonqualität sich sicherlich geändert hat, und zwar, wenn wir beide reden. Ja. Denn wir haben jetzt hier schön Mikro, wir haben Kamera, alles ist ready. Für diejenigen auf YouTube, ihr dürft noch hier schöne Blümchen bewundern. Und ich freue mich so. Ich würde sogar sagen, dass das der Start, der perfekte Start für Staffel 2 ist von den Sacred Conversations. Weil es geht nochmal um Neuanfang. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben, diese Folgen aufzunehmen. Da haben wir, ich glaube, die allererste Folge war es sogar, wo wir darüber gesprochen haben, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und jetzt sind wir hier, jetzt sitzen wir hier zusammen, haben so eine krasse Videoqualität, so eine krasse Tonqualität, und ich freue mich einfach nur. Und das ist einfach gerade so das perfekte Beispiel dafür, dass wir einfach loslegen dürfen. Ja, eine wichtige Botschaft auch für dich. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Wir haben so oft so viele, ich nenne das immer gerne Ablenkungsmanöver im Außen. Erst muss ich noch das machen, dann das, dann das, dann das, dann das. Und ja, was währenddessen passiert, ist, dass die Tage, die Monate, die Jahre an uns vorbeiziehen, und wir kommen natürlich nicht da an, wo wir eigentlich hin möchten, wo unsere Seele, unser Herz uns eigentlich hinführen möchte. Und da sind wir auch beim heutigen Thema. Die Bestimmung, deine Bestimmung, der wahre Grund, warum du hier bist, was wirklich dem Plan deiner Seele entspricht. Mhm. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich werde immer mal wieder gefragt, gibt es wirklich sowas wie einen Plan der Seele? Oder manchmal habe ich von meinem Gegenüber auch schon gehört, ich glaube, meine Seele hat gar keinen Plan, ich bin einfach nur hier. Es gibt nichts Spezielles für mich. Und da wollen wir heute mal mit aufräumen. Weil in meiner Welt, und was anderes ist mir auch in meiner Welt und auf diesem Planeten noch nicht begegnet, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Spirituell betrachtet ist das in meinem Sprachjargon die Quelle allen Seins. Weltlich hier betrachtet, also physisch hier betrachtet, haben wir ja alle irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Auf einer lichtvollen Ebene haben wir uns eine Familie ausgesucht, in der wir inkarniert sind, und sind dann irgendwann aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Und was jeder von uns mitgebracht hat, ich nenne das immer gerne, um dem Ganzen ein Bild zu geben, so einen unsichtbaren Rucksack. Da ist der Plan der Seele drin. Und unsere Seele, es hat ja seinen Sinn, warum du in deinem jetzigen Körper hier inkarniert hast, warum du dir die Familie ausgesucht hast, wie du sie dir ausgesucht hast, auch wenn du vielleicht denkst, wie ich das aus meinem früheren Leben auch kenne, da gehöre ich nicht hin, ich bin hier falsch, das ist nicht meine Familie. Ich habe lange geglaubt, man muss mich irgendwie im Krankenhaus vertauscht haben, bis ich erfahren habe, nee, bin zu Hause geboren. Mein erster Gedanke war, oh Mist, da kann man mich ja gar nicht vertauscht haben, ich gehöre ja in die Familie da rein. Also es hat alles seinen Sinn, und unsere Seele möchte nichts anderes als Erfahrungen machen. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, in diesem Körper, den wir uns ausgesucht haben. Und das ganze große Universum
Man kann es ja auch als Kosmos bezeichnen, nur mal um dem Kopf mal noch ein bisschen Futter zu geben. Kosmos kommt aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes, vereinfacht übersetzt, als Ordnung. Es hat alles seine Ordnung, es hat alles seinen Sinn. Und nichts geschieht hier zufällig, nichts geschieht hier sinnlos. Also, jeder von uns, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis auch für dich, auch du bist mal hierher gekommen mit einem einzigen Plan deiner Seele, deines Herzens, was du hier jetzt verwirklichen wolltest, im Sinne von Selbstverwirklichung. Da steckt das schöne Wort ja schon drin. Hat man uns bis eben aber nie beigebracht. Unser ganzes System mit Kindergarten und Schule und was es da so alles gibt, ist einfach nicht darauf ausgelegt, die eigene Persönlichkeit zu entdecken, den Plan der Seele zu entdecken, dem Herzen zu folgen, sondern wir sind ja da in ganz andere Systeme reingepresst. Ohne das jetzt zu bewerten und zu beurteilen, sondern es einfach mal bewusst zu machen. Ja, ja, also was mir immer kommt beim Thema Bestimmung, also für mich war das auch so eine Suche, eine ganze Weile, so, oh, was ist meine Bestimmung, was ist mein Seelenplan, was ist meine Lebensaufgabe, und ich wollte es unbedingt wissen und das war mir so wichtig und ich bin da an diesen Gedanken beinahe verzweifelt. Und eins schon mal vorweg, je weniger du suchst, desto leichter kommt es zu dir, oder je weniger du krampfhaft versuchst, deinen Seelenplan zu finden, desto leichter kommt er zu dir. Und wir suchen halt so gern nach so diesem einen, nach so, keine Ahnung, wir kennen es aus Filmen, wir kennen es aus Serien, mir fällt da gerade als allererstes mal der Kinderfilm Kung Fu Panda ein, wo er die Drachenrolle bekommt, also am Schluss, ne? Und das ist dann, wer den Film kennt, jetzt bitte nicht hier direkt was dazu sagen, also erstmal aussprechen lassen. In der Drachenrolle erwartet man dann so diese Message, diese, boah, ne? Und ich meine, darum geht es ja auch in dem Film. Kleiner Spoiler, am Ende, die Drachenrolle ist am Ende leer. Also wir schreiben unser Schicksal selbst, unsere Bestimmung selbst. Aber auch irgendwie in anderen Filmen, in Harry Potter, da gibt es die Prophezeiung, diese Glaskugel und so. Und so hoffen wir irgendwie auch, dass es Leben ist wie im Film, dass wir irgendwann so eine Drachenrolle bekommen oder eben so eine Prophezeiungskugel oder dass der Himmel sich auftut und wir dann irgendwie, ach, da ist dann so eine Stimme und Engelsgesang, der uns dann sagt, das ist deine Bestimmung und da musst du jetzt lang gehen und so. Ich weiß nicht. Also das ist etwas, was man sich so gern erhofft und es kann sich so anfühlen tatsächlich. Wenn man so seiner Intuition folgt und seinen Impulsen folgt, kann es sich so anfühlen, aber es ist in den meisten Fällen sehr subtil. Und gleichzeitig ist es oft auch sehr, was ist das Gegenteil von subtil, sehr offensichtlich, wenn der Körper zum Beispiel schon Botschaften schickt und genau sagt, ey, das ist nicht deine Bestimmung, so geht's nicht, ne? Also in Form von Disharmonien oder so. Und die Sache ist, wir dürfen uns einfach auf diesen Weg begeben. Und wir dürfen vor allem vertrauen, dass wir das finden, was wir suchen. Und dass das gefunden wird von uns, was gefunden werden soll. Also wirklich da mal so ein tiefes Vertrauen ins Leben nochmals aufzubauen, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Denn alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, um mal von mir zu sprechen, hat ja darauf hingewirkt, dass ich jetzt an einem Punkt stehe, wo ich wirklich sage, boah, ich bin gerade in dem pursten, kreativsten Ausdruck meiner selbst. Also mit allem, was ich mache oder mit so gut wie allem, was ich mache. Zum Beispiel jetzt hier mein berufliches Wirken durch das Coaching, durch den Podcast, alles, was ich so beruflich mache, dann aber auch alles, was ich so privat mache. Also nicht nur, das wirkt sich oft nicht nur im Beruflichen aus, sondern einfach im ganzen Leben, dass du dir selbst und deiner Seele Ausdruck verleihst. Und
all die Momente, die auch in meinem bisherigen Leben waren, wo ich gedacht habe, boah, ich will das jetzt unbedingt haben und warum ist es noch nicht da? Und jetzt ist es aber gerade so und es ist irgendwie doof und ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. All das hat darauf hingewirkt, dass ich jetzt an diesem Punkt stehe. Und ich rede jetzt von mir, aber das gilt ja auch für jeden anderen Menschen, genauso wie es für dich gilt. Wir sind irgendwann mal losgegangen und haben gesagt, ey, was ist denn die Bestimmung? Was ist denn der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was hat das Leben noch für mich zu bieten? Wir sind irgendwann mal losgegangen und fast forward, jetzt sitzen wir hier in Zypern zusammen, die Sonne scheint draußen, es ist warm und wir leben einfach ein ganz, ganz anderes Leben als früher, weil wir losgegangen sind. Mhm. Und das finde ich ist, das ist etwas, was wir niemals vergessen dürfen in diesem ganzen Thema. Ja. Und ja, da gehört natürlich auch Mut dazu, diesen Weg zu gehen. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, die Ideen, die du hast von deinem freien Leben, wie du es dir vorstellst, wie auch immer das für dich ausschaut, die kommen ja aus dir, die kommen aus der Tiefe deines Seins, aus deiner Seele, aus deinem Herzen, wie auch immer man, welchen Namen, weltlichen Namen wir dieser Instanz auch immer geben möchten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, unsere Seele, unser Herz, die wollen uns niemals aufs Glatteis führen. Und deshalb dürfen wir ihnen vertrauen. Das ist auch etwas, was wir nie gelernt haben. Wir sind so sehr im Außen orientiert. Die Aufmerksamkeit, den lieben langen Tag ist im Außen, wie im sogenannten Gefahrenzustand. Also wir sprechen da schon mal gerne von dem Alpha-Zustand und vom Beta-Zustand. Im Alpha-Zustand, das ist ein Zustand zum Beispiel in der Meditation, wo man ganz ruhig ist, in sich eingekehrt. Die Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet. Und spätestens, wenn wir die Augen aufmachen, sind wir schon wieder in einem sogenannten Beta-Zustand. Die Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet, wie in einer Gefahrensituation. Ich bringe dir ein Beispiel, damit du ein bisschen besser mal begreifen oder verstehen kannst, wie ich das meine. Vielleicht hast du einen Hund, eine Haustür. Was macht der den ganzen Tag? Der liegt im Körbchen, total relaxed. Sobald es aber an der Tür klingelt, ist die Anspannung da, sein Revier ist in Gefahr, die Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet. Und das ist mit dem Beta-Zustand gemeint. In diesem Zustand verbringen wir viele, viele Tage, wenn wir uns nicht mal aneignen, wirklich uns selbst wahrzunehmen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, uns daran üben, im Hier und im Jetzt zu sein, zu sehen, wie das Universum immer mit uns kommuniziert und uns Impulse und Ideen schickt. Und bei mir waren einfach mal die Impulse und Ideen stärker geworden, dass ich mich einfach in erster Linie irgendwo aufhalten wollte, wo es warm ist. Ich hatte nicht auf dem Schirm Deutschland zu verlassen, aber ich habe es gehasst, wenn vom Kalender her Sommer war, draußen Regen, gefühlte 15 Grad. Oder wenn schönes Wetter war und man das Gefühl hat, jetzt muss ich ganz schnell Sonne tanken, weil morgen kann es schon wieder vorbei sein. Das hat mich immer irgendwie gestresst. Und als wir dann so zum ersten Mal hier auf Zypern waren, habe ich sofort irgendwie so das Gefühl gehabt, anscheinend war ich hier in einem früheren Leben schon mal, ich habe mich irgendwie angekommen gefühlt. Und so kam es dann, dass irgendwann auch der Impuls da war, auszuwandern. Das heißt, ich bin dann ohne die Gewährleistung zu haben, dass die Familie mit dabei ist, einfach diesen Impulsen gefolgt und habe mir gedacht, wenn es so sein soll, dann werde ich alle mit im Boot haben. Und das beobachte ich auch immer wieder bei wunderbaren Menschen, die ich ja auch in der Richtung begleite. Da kommen ganz natürlich diese Ängste auf. Oder es kommen auch die Ablenkungsmanöver auf, mein Partner zieht nicht mit oder dies oder jenes oder was. Wenn du vorgehst, du wirst all deine Liebsten, die zu dir gehören, mit im Boot haben. Das kann ich dir von mir versichern und von vielen anderen, die ich in der Richtung ja auch schon die letzten Jahre begleiten durfte. Warum? Weil auch diejenigen, die in deinem Umfeld jetzt sind, die sich vielleicht noch weniger als du gerade sich erlauben, die großen Träume zuzulassen, letzten Endes sind sie möglicherweise oder vermutlich happy und dir dankbar, wenn du dir jetzt erlaubst, vorzugehen. Wenn du dir erlaubst, den Impulsen zu folgen, wie dein ideales Leben denn ausschaut, nach deinem Herzen, nach deiner Seele. Und da unser Gehirn nun mal in Bildern denkt, ist es natürlich förderlich, wenn wir uns da auch ein Vision Board, eine Zielcollage
zu Hilfe nehmen, um da immer wieder einzutauchen. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, und das wissen viele nicht, dass ich aber auch im Alltag jetzt schon möglichst viele Dinge so mache, wie es meine neue Identität dann eben auch macht, die frei lebt, so wie es dem Plan des Herzens oder der Seele eigentlich entspricht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das Traumhaus, die Yacht oder das Auto, das kaufe ich mir ja nicht jeden Tag, aber die Dinge, die mich täglich umgeben, ja, das ist das, wo mein Kopf ständig signalisiert wird, wie es ist. Und da gibt es ganz viele Dinge, die du jetzt auch schon in die Praxis umsetzen kannst. Und dazu dürfen wir uns klar drüber werden, wie ist denn das ideale Leben nach meinem Herzen, meiner Seele. Genau. Ja, und du hast jetzt so schön halt erzählt, was so bei uns die letzten Jahre daraus entstanden ist. Und ich finde an der Stelle auch nochmal so wichtig zu erwähnen, das ist jetzt kein, und das wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen enttäuschen, aber das ist jetzt kein Schritt-für-Schritt-Plan in dem Sinne, so erreichst du dein Traumleben. Es gibt, ich behaupte jetzt mal, dass es einen Schritt-für-Schritt-Plan gibt, aber den können wir nicht wissen. Den weißt du wahrscheinlich vom Bewusstsein auch nicht, den kennt aber deine Seele. Das ist der Seelenplan. Und du musst auch gar nicht den ganzen Plan kennen. Das ist auch so eine menschliche Eigenschaft von uns, auch weil wir irgendwie Kontrolle haben wollen oder so, dass wir gerne den ganzen Plan und den ganzen Weg wissen wollen, damit wir auch auf alles gefasst sind. Aber davon kannst du dich komplett verabschieden. Du darfst einfach deinen Impulsen folgen. Mhm. Weil das sind diese einzelnen Schritte, die deine Seele dir quasi an Hand gibt, wo sie dir sagt, so und jetzt als nächstes machst du das, als nächstes machst du das. Bei dir, mir fällt gerade dein Beispiel ein, kündige von den Stadtwerken damals. Mhm. Ne? Kündige einfach. So, das war der nächste Schritt und dann mach das, mach das, mach das. Und so folgen wir einfach jeden Tag, jeden Moment unseren Impulsen. Und das ergibt sich dann alles wie von selbst. Das ist dann diese Magie des Lebens. Und natürlich macht es dann Sinn, also das ist das, was wir halt anbieten in unseren Coachings, in unseren Programmen und Räumen, die wir eröffnet haben, dass wir jetzt nicht diese Schritt-für-Schritt-Pläne haben, sondern natürlich gibt es Action-Steps und Anleitungen, aber vor allem ist es die Einladung, in dieser Energie zu schwingen, die du eigentlich leben willst. Also in diese Traumleben-Energie quasi dich hinein zu kalibrieren. Das ist so eigentlich so der Kern unserer Arbeit, das ist der Kern unseres Wirkens, dass wir ja einfach mit dir schauen oder vielmehr, dass du in diese Energie dich selbst hebst. Ne? Das ist so, das würde ich so beschreiben. Thema Seelenplan, das ist da schon, natürlich, es gibt Dinge, die man dafür tun kann und die man wirklich so richtig umsetzen kann und auch sollte oder darf. Und dann wird sich alles so wie von selbst entfalten und das, finde ich, ist so die Schönheit auch an dem Ganzen. Ja, ja, ich werde auch oft in der Akademie gefragt von Menschen, die dann ja, die Entscheidung getroffen haben oder am Überlegen sind, da zu springen in die Akademie, um sich da begleiten zu lassen. Ich sage immer, ich habe keine Glaskugel, in die ich reingucke. Es ist auch kein Schritt-für-Schritt-Plan in dem Sinne, sondern es ist eine Begleitung, es ist eine Anleitung. Und mit dieser Begleitung und Anleitung, die ich da weitergebe, hast du definitiv deinen Seelenplan, der jetzt erfüllt werden möchte, auch schriftlich fixiert und weißt auch, wie du dem Ruf deiner Seele folgst, in meinem Sprachjargon und den Seelenberuf daraus kreierst. Und es ist immer alles letzten Endes auch der Anfang von etwas Größerem, weil das entspricht ja auch unserer Evolution, uns immer weiterzuentwickeln. Ja? Stillstand, sehen wir in der Natur, bedeutet immer, das war's. Und jegliche Begrenzung, die wir uns setzen, setzen wir uns einfach nur, weil es hier zwischen den Ohren stattfindet oder weil tiefe Konditionierungen da sind. Jetzt ist aber mal genug, mehr brauche ich nicht und, und. Die Wahrheit ist, wenn du mal in dich hineinlauschst, wie lange hast du schon das Gefühl, dass irgendwie in deinem Leben viel, viel mehr möglich sein muss, als das, was du bis eben lebst. Und diese Gedanken, die kommen ja aus dir und deshalb Ermutigung, folge ihnen.
Im universellen Feld ist alles für dich vorbereitet. Alles das, was dem Plan deiner Seele wirklich entspricht. Und da ist es wichtig zu wissen, dass diese Veränderung, wenn du deine Komfortzone verlässt, nur da kann natürlich Veränderung stattfinden. Und das fühlt sich vom Bauch her natürlich unbequem an. Und da kommt so ein Bauchgefühl auf, oftmals, wo man dann denkt, ah, so einfach ist das jetzt nicht. Wenn es jetzt meins wäre, dann müsste es leicht gehen. Mm-mm. Als allererstes ist der Impuls da und dem darfst du vertrauen. Was dann Sekunden später schon eintritt, ist Bauchgefühl, das dann sagt, ah, weiß nicht. Und zusammen dann auch noch mit unserem Stammhirn, das sowieso immer gerne den Weg von A nach B kennt. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist sich leiten lassen, den Impulsen zu folgen. Da kennen wir den Weg einfach nicht. Ja? Genau, und das ist so, ja, das ist das Leben selbst, wie du es gerade beschrieben hast. Und das Magische, finde ich, ist ja auch, sich da wirklich mal drauf einzulassen, was das Leben so für einen bereithält und mal als Beobachter auch viel mehr da zu sein und nicht als Bewerter oder wie so in der Jury zu sitzen, das ist doof, das ist doof, das ist doof, ja, das ist okay, sondern wirklich zu beobachten. Und was uns ja auch besonders wichtig ist, du hast jetzt von der Akademie gesprochen, wo es jetzt ja besonders darum geht, den Seelenplan zu entdecken oder auch in unserem Signature-Programm Divinity, dass da natürlich, also das ist kein so Schritt-für-Schritt-Plan, aber was es bringt, ist Klarheit. Mhm. Und deswegen ist das ja auch so ein Booster, wenn du dich coachen lässt oder wenn du in so einen Raum eintrittst, dass das einfach nur, das ist nichts, was du brauchst, weil dein Leben ist schon großartig. Wie es dich führt und leitet, da wo du ja jetzt stehst, ist ja auch ein Punkt, wo du stehen sollst. Also wir dürfen verstehen, dass wir da, wo wir sind, immer genau richtig sind. Und dein Leben führt dich so oder so dahin, wo du hin sollst. Und so ein Coaching oder so einen Raum zu betreten wie Divinity oder die Akademie oder Divinire, die Masterclass, die wir hatten, das sind alles so Booster, würde ich einfach sagen. Nochmal so ein Turbo, der das Ganze beschleunigt, weil da können wir mal wirklich so Klarheit schaffen. Wir können innerlich aufräumen. Wir können mal schauen, was ist da Altes, was weg kann. Stichwort Glaubenssätze, Prägungen, Verletzungen etc. Und was ist da Neues, was wirklich gelebt werden will? Welche Energie kann ich in mir kultivieren? Und welchen Vibe kann ich in mir wirklich leben? Und um mir wirklich das Leben zu erschaffen, für das ich hergekommen bin. Also quasi, das Leben läuft sowieso. Das Leben ist der beste Lehrer. Und wir können mit so einem Coaching einfach das Ganze boosten. Coaching ist einfach nur ein Name dafür, für eine Energie, würde ich mal sagen. Eine Begleitung. Genau. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Ja, genau. Also, dass du das ja jetzt hier auch hörst und dass du das siehst oder wenn du auch mal, vielleicht hast du es in der Vergangenheit schon öfter gemerkt, dir ist irgendwie auf einmal so ein Buch begegnet oder ein Coaching oder jetzt hier, was wir jetzt auch hier zu bieten haben, das hat ja auch alles seinen Sinn. Heißt nicht, dass ich allem hinterherlaufen muss, was mir begegnet oder wirklich so jedes Angebot kaufen muss, nur weil es ein Angebot ist. Darum geht es nicht, sondern einfach, dass du anerkennst, dass das, was in deinem Leben ist, dass das, was dir begegnet, seinen Sinn hat und du dann schauen kannst, welchen Sinn hat das für mich? Ist das vielleicht der nächste Schritt? Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann wirst du spüren, wo der Weg weiter lang geht. Und diese Klarheit, die entwickelt sich ja auch. Ja. Wo ich ganz viel Vertrauen rausgenommen habe, weil du das gerade mit dem Buch gesagt hast, war allein schon mit der Achtsamkeit im Alltag, dass ich irgendwo ein Buch entdeckt hatte, mit einer Überschrift, also mit einem Titel, wo ich gedacht habe, wow, Universum, du bist genial. Das hier ist genau die Botschaft jetzt für mich. Oder wenn wir unterwegs waren auf Reisen, vor allem als ihr noch kleiner wart und noch gar nicht so an dieses große Leben, was wir ja jetzt inzwischen haben,
gedacht habe, wenn ich dann einfach mal meinen Stadtplaner zur Seite gelegt habe und mir einfach durch die Straßen, sei es durch London oder durch Berlin gelaufen sind und standen dann plötzlich genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Daraus habe ich ganz viel Mut geschöpft und Urvertrauen mir zurückerobert, um mich dann auch in dem anderen Bereich meines Lebens, nämlich hinzukommen in das ganz freie Leben, mich leiten zu lassen. Ja? Und das, schau mal, wie du jetzt ab heute, jetzt direkt nach dieser Podcast-Folge hier schon mal die Botschaften des Universums wahrnimmst, wo du dich leiten lässt. Vielleicht magst du mal was ganz Simples machen, einen Spaziergang machen und einfach mal eine andere Straßenführung nehmen und dann mal schauen, was du da Neues entdeckst. Und geh vielleicht auch mal bewusst raus zu so einem Spaziergang, wo du sagst, Universum, jetzt überrasch mich mal dahingehend, dass ich es überhaupt nicht übersehen kann. Also mal mit dem Universum spielen. Und so wirst du merken, wie du mehr und mehr geführt bist. Genau. Und zum Abschluss noch ein kleiner Gedankenanstoß. Wir suchen so gern nach dem Sinn des Lebens und vergessen dabei, dass das Leben der Sinn ist. Und daran dürfen wir uns wieder erinnern. Es geht einfach nur ums Leben. Jawohl. Was für ein Auftakt für die zweite Staffel. Das ist unglaublich. Mit unserem Podcast schon eine zweite Staffel angekündigt zu haben und wirklich zu sagen, ey, krass, wir haben schon eine zweite Staffel. Also es ist so, so cool. Danke, 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 dass du da bist, dass du das auch möglich machst, indem du als Zuschauer, Zuhörer dabei bist und ganz, ganz, ganz dicke Umarmung. Und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ciao, ciao.